ASG. ASG. Wir sind am Start, schauen uns die Welt an. ASG. Come on, clap your hands and celebrate with us. ASG. Wir wollen Zukunft bauen, etwas verändern. ASG. Come on, hold it tight, the time is right. Schulgemeinschaft, coole Lehrer, findest du am ASG. Die SMV ist voll am Start, wenn du hier zur Schule gehst. Willst was ändern, willst gestalten, dafür ist hier Platz genug. Das gibt's bessere Zeit wie Spaß, komm, wir freuen uns auf dich, yeah. ASG, Albert-Schweitzer Gymnasium. Richtig, ja. So, und du hast dich jetzt. Ah, so, jetzt hier. Du, darfst du hier Maske? Darfst du hier abziehen? Erstmal, wunderschönen guten Tag, mein Name ist Danny. Hi. So, wie heißt du? Mein Name ist Alexis. Alexis, servus. Genau. Okay. Ah, und du bist? Anastasia. Okay, einmal. Alexis, Anastasia, okay. Wo kommst du jetzt gerade her? Ich bin eher im Hintergrund tätig gewesen, also habe den Song zum Teil mitproduziert. Mhm. Und ja, genau. Okay, weil ich habe gelesen, es war eine ziemlich große Sache. Ihr habt über Microsoft Teams irgendwie hin und her, vorhin haben wir schon gehabt, die Skype-Sessions und hier und dort Sachen hin und her geschoben. Das heißt, ihr habt interaktiv in Videostreams so ein bisschen Konferenzen was zusammengearbeitet. Und dann habe ich gelesen, ihr hattet in den Winterferien, hattet ihr die Möglichkeit, Corona-konform das Ganze an der Bühne, an der Schule aufzunehmen. Warst du da auch mit involviert dann, was die Aufnahme betrifft? Ja, genau. Also es gab die Grundidee von Frau Wagner. Die hat das Ganze auch hier eingeleitet und auf jeden Fall an der Stelle noch ein Riesendank an die neue Schulleitung, Frau Hein, die das Ganze ermöglicht hat, finanzieller Ebene als auch persönliche Unterstützung. Und super. Genau, bei der Aufnahme war ich auch dabei vor Ort bei uns in der Schule und dann hat sich alles relativ schnell entwickelt. Wir haben von einer Grundidee was komplett anderes gemacht, sind dann ins Studio gegangen, haben dann alles ausproduziert und ja.
Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sag doch mal was zum Bühnenprogramm. Wie lange habt ihr gefeilt? Weil ihr habt ja gesehen, sobald da mehrere Menschen sind, die auf Kommando anfangen, von links nach rechts zu steppen und zu klatschen, machen plötzlich alle mit. Habt ihr schön gemacht übrigens. Gebt euch mal selber einen Applaus. Ja. So. Wie habt ihr für euch überlegt, was ihr machen werdet auf der Bühne? Weil je mehr los ist, desto mehr Struktur muss man reinbringen. Ihr habt ein paar vor die Bühne gestellt. Wie seid ihr da hingekommen? Also wir haben der Song, den gibt es tatsächlich schon seit letztem Schuljahr, wie schon gesagt. Und ich als ehemalige Schülerin, weil ich habe letztes Jahr in der Schule mein Abitur gemacht, habe mich dann privat nochmal gemeldet, dass ich Zeit habe, nochmal mitzumachen. Und dann haben wir uns jetzt vor ein paar Tagen erst das erste Mal alle zusammen getroffen, um das zu üben. Haben die Choreografie einstudiert, haben wir auch tatsächlich sehr schnell hinbekommen. Also die Kleinen, nochmal ein Danke an die Kleinen vor der Bühne, die haben es sehr toll gemacht. Sehr schön. Und genau, wir haben uns nochmal die Strophen eingeteilt. Eigentlich wären wir drei Solistinnen gewesen, noch eine Schülerin wäre eigentlich noch dabei gewesen, aber sie war leider krank, Assisa, auch Grüße an sie. Und genau, dann haben wir uns eben zu zweit als Solistinnen die Strophen eingeteilt und dann haben wir auch nochmal die Choreografie mit allen geübt. Wir haben es tatsächlich sehr oft geübt, das hat sehr gut geklappt. Und so haben wir es geschafft, trotz Corona gemeinsam ein Projekt zu schaffen. Finde ich, ja, das ist auf jeden Fall ein Applaus wert. Finde ich super, super toll, weil ihr gerade wirklich durch das, was ihr hier sagt, nochmal wirklich on point bringt, was es braucht für so einen Abend wie heute. Ihr habt jetzt gerade gehört, es wird gedankt der Schulleitung, es werden Leute erwähnt, die gar nicht da sind, weil sie krank sind. Trotzdem kann das ganze Ding stattfinden, weil man Ersatz gefunden hat und die Sache umorganisiert. Ehemalige Schülerin, die mit dabei ist. Dann wird irgendwie über Videokonferenzen geschrieben, dann wird es produziert, wird es aufgenommen. Allein, dass es an der Schule, und wenn es nur eine Lehrerin ist und einer in der Schulleitung, der sagt irgendwie, komm, ihr könnt da was machen, das reicht oft schon aus, dass Dinge an Schulen passieren. Es müssen gar nicht alle involviert sein, aber wenn diese ein, zwei Personen nicht da sind, passiert eben auch nichts. Und deswegen, das war für mich jetzt gerade, so wie ihr es dargestellt habt, echt ein Musterbeispiel, ihr alle beteiligt, sei es hinter den Kulissen, sei es auf der Bühne. Ein schönerer Abschlussperformance konnte ich mir jetzt gar nicht wünschen. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal. Viel Erfolg, weil die